Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Busfahrstuhle OE-Kanal. Was erwartet euch heute? Wieder Tipps vom Busfahrer, aber für die Allgemeinheit. Alles, was damit zu tun hat, mit Bus, mit Reisebus, mit Linienbus, mit Anschnallen. Vielleicht habt ihr ja gesehen. Ich hatte eine Umfrage gestartet. Wer muss sich alles anschnallen? Oder besser gesagt, ich hatte das so formuliert. Im Linienbus müssen sich die Fahrgäste anschnallen, ja oder nein? Da war keiner wusste so recht, ja, der eine hat ja gesagt, der eine hat nein gesagt. Die Aufklärung erfahrt ihr nach dem Intro, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. So Leute, was denkt ihr denn persönlich, Fahrgäste im Bus, Anschnallpflicht, ja oder nein, im Linienbus, wohlgemerkt. Ich mache mal einen kurzen Auszug aus diesen Sachen. Ich habe hier mehrere Sachen geöffnet, auch natürlich was uns betrifft, hier von unserem Fahrgastsicherheit und Gesundheit. Hier ist das auch nochmal mit drin. Wie bin ich jetzt aber auf das Thema gekommen? Facebook war ich am gucken und da hat irgendein Busfahrer wohl gesagt, ein Kind wollte sich anschnallen. Nein, schnall dich mal nicht an, sonst muss ich später, habe ich dann mehr Arbeit und muss die Sicherheitsgurte desinfizieren wegen Corona und. Ja, und daraufhin kam dieses Post und da haben ganz viele, da habe ich gesehen, da sind so viele, da haben sich auch Eltern eingemischt, da haben sich Lehrer eingemischt in diese Diskussion. Warum? Das gibt's doch gar nicht. Der Busfahrer darf sowas nicht sagen. Wenn wir sprechen von Linienbus. Es gibt zwei Arten von Sachen. Da komme ich aber gleich zu. Erstmal diesen Post, was sie da geschrieben haben, zu Ende bringen. Der darf seinen Beruf nicht mehr ausführen. Der hat die Kinder anzuschnallen zu lassen und. Ja. Und ich habe da zwar meinen Senf nicht dazu getan, habe ich mir erspart für jetzt. Und jetzt versuche ich mal so ein bisschen Klarheit darüber zu bringen. Ich habe echt gemerkt, es herrscht Unklarheit da draußen. Anschnallpflicht, ja oder nein? Grundsätzlich zwei Unterscheidungen. Und zwar Reisebus, Gelegenheitsverkehr. Ne? Reisebus, wir sagen mal Gelegenheitsverkehr und Reisebus zusammen. Und separat, eine Sache. Linienbus, da ist auch Gelenkbus drin, Schwimmfahrten und alles Mögliche. Ja, zwei Stück. Erste, Reisebus grundsätzlich Pflicht. Ja, und der Reisebusfahrer, der muss sogar vor Antritt der Reise, wenn alle drin gesessen haben, bevor er los, Handbremse löst und losfahren will, eine Durchsage. Leute, denkt daran, Anschnallpflicht. Jeder auf seine Art. Ich mache das natürlich auf meine Art. Ich habe da auch noch in dem Volvo noch eine CD drin, wo dann auch nochmal alles erklärt wird. Die Sicherheitsausrüstung ganz zum Schluss. Ne, denken Sie daran, an Ihren Sicherheitsgurt. Wird nochmal darauf hingewiesen. Und wenn ich die Feststellbremse löse, ertönt ein Gong, Ding, Dong, so ungefähr. Ja. Und es erscheint dann auch ein Symbol oben, da so, dass jeder Fahrgast das sehen kann, der Volvo, der hat ja auch sowieso Theaterbestuhlung, auch der in der letzten Reihe, allein durch diesen Gong, ne, was ist denn da los? Und dann sehen die das Schild eben halt, Anschnallpflicht zu machen ist. So, damit ist der Busfahrer aus dem Schneider, er hat signalisiert, ne, haben die das gesehen und auch gehört, Anschnallpflicht ist da. Nur, er kann jetzt nicht reingehen und alle kontrollieren, ob alle angeschnallt sind und. Wenn das jetzt ein Schulfahrt ist, Schulklassen, da sind die Lehrer dafür da und jeder Volljährige, beziehungsweise nicht Volljährige, jeder Fahrgast ist eben halt für sich selber dann verantwortlich, sich anzuschnallen. Das gleiche ist, wenn ihr PKW, ne, wenn ihr Kollegen mitnehmen wollt oder so, die steigen hinten ein oder so, Leute, denkt daran, anschnallen, ne? Du musst es sagen. Und wenn man dann angehalten wird, auch beim Bus, wenn jetzt irgendwie eine Kontrolle ist und du siehst ja nicht hinten, ob jemand, und die gehen durch den Bus und so und erwischen dann noch jemanden,
Die wissen ganz genau, der Busfahrer hat es auch gesagt und derjenige darf dann 30 Euro bezahlen. Ich versuche dieses Video mal nicht so lang zu machen. Das war die eine Geschichte. Aber wir wollen ja Linienbus, ne? Und im Linienbus, wenn in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist, dass der auch Stehplätze hat, ja, bei dem Reisebus geht ja nicht Reisebus auf Autobahn und so, der hat keine Stehplätze, alles nur Sitzplätze. Da entscheidet sich das schon, Stehplätze. Wenn im Bus Stehplätze sind, braucht auch ein Bus keine Sicherheitsgurte drin haben. Und wenn er Sicherheitsgurte drin hat, es gibt ja auch diese Stehplätze, muss man sich nicht anschnallen. Ja, und der Fahrgast muss auch nicht beim Linienbus jetzt durchgehen und durchsagen und ja, anschnallen, anschnallen, anschnallen. Wenn aber Anschnallgurte da sind, ne, Schwimmfahrt, die Lehrerinnen und so, die weisen dann darauf hin, oh, anschnallen und so, da muss man nichts sagen. Das machen die schon automatisch. Aber es ist kein Pflicht. Ich verlinke euch jetzt mal hier etwas, oder besser gesagt, wartet mal, ich halte mal hier Kamera mal eben dahin. Könnt ihr es nochmal lesen? Gibt es im Bus eine Anschnallpflicht? Bei den Anschnallpflichten im Bus unterscheidet das Gesetz, Paragraph 21a der Straßenverkehrsordnung, grundsätzlich zwischen Reisebus und Bussen, in denen die Beförderung stehender Gäste gestattet ist. Typischerweise sind damit Linienbusse gemeint. Letzteren sind von der Gurtpflicht ausgenommen, weshalb nur die wenigsten von ihnen überhaupt mit Gurten ausgestattet sind. Falls sich im Linienbus dennoch Gurte finden, etwa auf speziellen Kinder- oder Behindertensitzen, ist das Anschnallen dennoch keine Pflicht. So, was lesen wir oder was ist damit gemeint? Im Prinzip das, was ich euch gerade alles erzählt habe. Ja, das ist damit gemeint. Und nicht angeschnallt im Reisebus, das kostet Geld, steht auch nochmal unten drunter, könnt ihr euch mal hier gucken. Und was steht denn aber hier in unserem Heftlein hier, was wir auch immer alle 5 Jahre verlängern müssen? Unter Abbildung 16 ordnungsgemäß wartet, das zeige ich euch auch, Sicherheitsgurte bei, hier auf der Seite. Und zwar, also die Busse, die 1999 zugelassen wurden und die mussten eine Ausrüstungspflicht, ja, wenn jetzt neu zugelassen wird, die mussten Ausrüstungspflicht haben, Reisebusse wohlgemerkt. Ausnahmen davon sind Kraftomnibusse, die sowohl für den Einsatz im Nahverkehr als auch für stehende Fahrgäste gebaut sind, sprich unsere Linienbusse. Wenn Kraftomnibusse mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind, müssen sowohl der Fahrer als auch die Fahrgäste diese während der Fahrt anlegen. Dies gilt nicht bei einem kurzzeitigen Verlassen des Sitzplatzes beim Aufsuchen der Toilette. Das ist jetzt Reisebus wieder gemeint. Ja, der Fahrer muss den Fahrgästen vor jedem Fahrteintritt auf die Anlegepflicht hinweisen. Im Prinzip das, was ich euch gerade erzählt habe, das wäre jetzt alles nur eine Wiederholung. Aber wie gesagt, hier ist das auch nochmal zu lesen. So, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen diese Ungewissheit nehmen. Muss ich jetzt Bescheid sagen? Muss ich jetzt nicht Bescheid sagen? Was mache ich, wenn ich einen Bus habe, wo Sicherheitsgurte sind? Muss ich denen das sagen? Ja oder nein? Ist gut, ich kriege jetzt hier die ganze Zeit hier E-Mail-Benachrichtigungen. So, ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht. So ein paar Tipps. Immer wenn ich was entdecke, was für uns Busse und Busfahrer interessant ist, werde ich das natürlich hier euch zukommen lassen. Und noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben wieder Busfahrermangel, wie so oft in ganz Deutschland. Es fehlen ja immer noch über 50.000 LKW und Busfahrer. Nachfrage ist wirklich sehr groß. Wir haben jetzt mal eine Aktion gestartet, wenn ihr euren Hauptberuf, sag ich mal, jetzt nicht mit LKW fahren und so, ne, nichts mit fahren, ihr seid irgendwo im Geschäft Verkäufer und, ihr habt aber irgendwann mal den Busführerschein gemacht und ihr habt das noch in der Tasche, ihr könnt jetzt stundenweise sogar bei uns fahren, entweder Wochenenden oder nachmittags, vormittags die Spitzen wegfahren, zum Beispiel morgens die Schulkinder, wenn ihr Nachmittagsarbeit habt, so als Nebenjob. Könnt ihr gern hier, wenn ihr in der Nähe wohnt, hier von Schwerte, Unna, Kamen, Bergkamen, Aalen, ja, ist alles machbar.
Oder wenn ihr noch einen festen Job sucht, natürlich als Busfahrer, seid ihr gerne bei Feelingreisen willkommen. So, untergebracht werdet ihr dann auf jeden Fall. Und ich weise euch dann ein. Ist das ein Angebot, Leute? Also direkt zuschlagen. Genauso zuschlagen wie mit meinem Weihnachtspaket, was ich jetzt ja gemacht habe. Vielleicht habt ihr das noch nicht gesehen. Unter www.mehmetoe.de auf meinem Fanshop habe ich ein Weihnachtspaket für 20 Euro. Sind da Sachen drin im Wert von 40 Euro. Ist das was für euch, Leute? Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Mal gucken, was ich bis dahin mir wieder einfällt oder durch Zufall ich irgendwo was auffange. Oder ihr schreibt mir in den Kommentaren, was ihr noch gerne wissen wollt. In diesem Sinne, macht's gut. Ja, euer Mehmet Oe. Ciao, Leute.